Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es wieder um den Audi SQ7. Und zwar hatten uns einige in den Kommentaren geschrieben oder auch bei Instagram, ja, was macht er denn 0-100, 100-200? Grundsätzlich ist er schnell oder fährt er sich so, wie er aussieht, doof gesagt, wie ein LKW. Und das möchten wir heute mit euch mal testen. Ich habe eine GoPro vor den Tacho platziert und wir machen so kleine Zeitenmessungen, semi-professionell, sage ich mal so. Du hast ja dein Handy dabei, das heißt, so müssen wir es machen, weil wir noch kein Messgerät haben, kein GPS-Messgerät. Dazu fehlen uns halt noch die Abonnenten, ne, dass wir uns das leisten können. Weißt ja, wie es ist, ne? Also die 10.000 bräuchten wir schon, um sowas zu haben, ne? Das ist ja nicht mehr viel. Nein, Spaß. Aber wie gesagt, wir nehmen euch mal kurz mit auf eine kleine Runde und ja, testen den mal so ein bisschen und ja, ich würde sagen, steigen wir mal ein. So, wir sitzen jetzt hier im Audi und das erste, was wir machen werden, ist mal eine 0-100er Messung. Dazu werden wir mal die Launch Control ausprobieren. Ich habe mal ein bisschen im Internet gelesen, wie das funktioniert und das werden wir erstmal gleich testen. Grundsätzlich, was schätzt du? 0-100? Oder ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, bevor wir das jetzt machen, ne? Also fair bleiben. 4,5. 4,5? Boah, das ist aber heftig. Ja. Das ist heftig, weil ich glaube vom Werk aus... Tiere, bitte bremsen. Sind aber mutig, ne? Bleiben lange. Die Erpel. vom Werk aus ist, glaube ich, angegeben 4,7 oder 4,8. Und der CLS zur Info, der CLS hat 4,3. Wobei, das mit dem CLS kannst du eigentlich fast vergessen, mit dem Heckantrieb. Also das muss schon perfekte Bedingung sein. In dem Fall haben wir natürlich jetzt hier, sage ich mal, den Allradantrieb, ne? Der schafft das. Also der ist schneller wie vom Werk angegeben? Ja. Alles klar. Mit uns beiden drin. Genau. Alles klar. Gut. Ja, aber ich lag ja gar nicht so schlecht, ne? Nee, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir machen 5,0. Weil wir auch, wie du so schon gesagt hast, zu zweit auch hier drin sind. Bedingungen sind jetzt nicht so optimal, weil wir es eigentlich ein bisschen zu warm haben jetzt. Sind so bei knapp unter 30 Grad. Also ich sag mal so 15 Grad, ich alleine drinne. Mit meinen 50 Kilo könnte ich so die 4,7 könnte man schaffen. Wobei wir jetzt natürlich auch dazu sagen müssen, die Messung, die wir jetzt machen, wie gesagt, du machst das mit dem Handy. Ich sag los und ich sag Stopp, wenn ich es auf dem Display sehe. Das heißt, das wird eh nicht hundertprozentig genau sein, aber ja, wir versuchen das mal. Und dann melde ich mich gleich, wenn wir in Position sind. So, wir sind jetzt auf unserer Teststrecke hier angekommen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man die Launch Control aktiviert. Also ich weiß, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt eine hat, aber so funktioniert es grundsätzlich bei Audi. Folgendermaßen, ihr drückt 5 bis 6 Sekunden lang auf ESP, damit sich ESP deaktiviert. Ihr geht mit dem Wahlhebel auf den S-Modus für die Automatik und ihr wählt im Drive Select auf Dynamik. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass ihr den linken Fuß auf die Bremse tritt, ganz fest, und danach den rechten Fuß aufs Gas natürlich. Und ja, dann dreht er so bis 2.500 Umdrehungen und dann lässt ihr einfach den linken Fuß von der Bremse und dann geht's nach vorne. Da würde ich mal sagen, machen wir das. GoPro ist dran und ich gebe dir Anweisungen für den, wenn wir die 100 erreicht haben, okay? Yep. Alles klar, los geht's. So, bist du bereit? Ja. Alles klar, dann geht's los. So, das war jetzt unsere erste Messung, 5,4. Wie gesagt, ist jetzt mit Handy und auf Kommando, ist jetzt nicht so genau. Kann man jetzt sagen, nach oben oder nach unten kann das natürlich streuen, um selbst die 0,4, ne, dass wir vielleicht so auf die 5 kommen. Weil ich denke, die 5 sind realistisch zu zweit auf jeden Fall. Vor allem unter den Bedingungen, die wir, was ich gesagt habe, haben mit der Temperatur und so weiter. Also ich würde mal sagen, so zwischen 5 und 5,2 macht er, was ich für die Größe eigentlich sehr gut finde. Also ich sag mal so, das ist, glaube ich, Golf GTI Niveau. Also GTI macht auch irgendwas um die 5 Sekunden. Also das ist dann schon ordentlich, ne? Kann man nicht anders sagen. Was meinst du? Alles okay. Okay.
Das nächste, was wir machen, ist, oder wollen wir noch mal einen Start machen und du filmst das mal von außen, wie das sich anhört, aussieht? Ja. Ja, dann machen wir das. Mach ich. Bis gleich. So Leute, ja, ihr habt es gesehen und ich hoffe auch gehört, ist ein bisschen windig, tut mir leid dafür, falls man das jetzt nicht so gut hört, aber er hört sich schon gut an, muss man sagen. Klar ist das nichts Echtes, also oder echt mit bisschen Lautsprecher gemischt, sagen wir mal so, aber es sah schon krass aus. Ich habe mir gerade noch mal kurz die Aufnahme angeguckt, wie er vorne richtig hochgegangen ist, ne? Das war, und es hat sich auch richtig schnell angefühlt, oder es fühlt sich grundsätzlich richtig schnell an, deswegen Zeiten, was wir jetzt gerade hatten, irgendwas um die 5,4 oder 5 von mir aus, ist ja egal. Das nimmt man auch in verschiedenen Fahrzeugen anders wahr. Ne, so eine 5 Sekunden kommen mir vor wie eine, keine Ahnung, 4 Sekunden in so einem Sportwagen. Weil das ist einfach, man sitzt hier so hoch und so, und das ist schon, so. Egal, wir fahren jetzt erstmal auf die Autobahn und dann machen wir nochmal eine 100-200. Ne? Bin auch mal gespannt. Vorab, ich glaube, der CLS macht 10 bis 11 Sekunden 100-200. Zumindest also laut Werk. Ne? Dein Tipp jetzt hier, 100-200? 9. Ich denke 9. 9 Sekunden? Ja. Nein. Ja, gut, okay, aber trotzdem glaubt mir. Also auch wenn er schwer ist, aber guck mal, ja, aber guck mal, was für einen Gegenwind wir haben. Diskutier nicht rum. Okay, 9 Sekunden. Ja, da müssen wir irgendwo uns im Rückenwind rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Du bist ja echt, du bist heute echt richtig, du bist richtig gut drauf. Ich bin gut drauf heute, ja. Ich sage so zwischen 14 und 15. Was? Ich glaube, du unterschätzt. Du weißt, glaube ich, nicht, was das bedeutet. Ich meine, 14 Sekunden, das ist jetzt auch nicht so viel, ne? 9 Sekunden. Aber der ist doch nicht 3 oder 4 Sekunden schneller wie der CLS. Langsamer, Mann. Langsamer. Doch. Ja. Ich bin geschockt. Gleich wirst du noch mehr geschockt sein. Ja. Nein, Spaß. Ja, dann werden wir das gleich mal messen. Wir fahren jetzt gleich erstmal hier auf das unbegrenzte Autobahnstück und dann würde ich sagen, schalte ich gleich die GoPro an und dann geht's los. Bis gleich. Sag dann, ja. Jetzt. Gezeigt, ne? Hast du es noch auf mehr? Ja, selbstverständlich. 11,73. Ja, wobei, ich habe es ja über die GoPro, haben wir es ja auf der Aufnahme drauf. Oder sollten zumindest drauf haben. Ich muss sagen, gut ab, ne? Da warst du ja gar nicht mit deinen neuen gar nicht so verkehrt. Natürlich muss man dazu sagen, wie gesagt, das sind keine genauen Messungen. Das ist jetzt nicht auf die halbe oder Sekunde genau. Kann sein, dass wir sogar schneller waren oder ein bisschen langsamer. Aber grundsätzlich als Orientierungszahl ist das schon richtig gut. Ne? Also das ist schon CLS-Niveau. Ja, was denkst du denn? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ich glaube, der hatte irgendwas um die 10 Sekunden. Glaube ich. Schätze ich. Also gut ab. Also auf jeden Fall viel besser, als ich dachte. Ich bin halt einfach von ausgegangen durch den Wind, ne? Und wir sind auch zu zweit hier drinnen, ne? Also ja. Die Strecke war relativ gerade, also es war jetzt weder bergauf noch ab. Das war sogar ein bisschen Kurve noch mit bei. Das war die GoPro. Aber doch, nee, auf jeden Fall positiv überrascht. Dann würde ich sagen, da müssen wir auf jeden Fall mal einen Vergleich machen, nochmal mit dem CLS, ne? Da bin ich echt mal gespannt. Aber gut, das war es erstmal zu diesem Video. Das Video mit dem CLS-Vergleich wird auf jeden Fall noch kommen. Zu dem Audi werden auch noch ein paar Videos kommen mit Ausstattung und so weiter. Und CLS haben wir auch noch einiges vor mit dem Airbag. Dann habe ich noch so eine andere kleine Sache, die wir dann noch einbauen werden und so weiter. Also ja, falls ihr Bock habt auf die nächsten Videos, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten lasst dem Video ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao. Geiler Benz. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearsed, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse.